Ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves auf der PS4. Ich bin der Falls nochmal Per und ich begrüße euch recht herzlich zurück zum Let's Play. Ja, wir sind hier in Borneo, Kapitel 4 oder 5 müsste das sein. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ist es lange her, seit ich aufgenommen habe. Deswegen, naja, wir wollen in das Lager von Lazarevich und ein paar Dokumente ansehen, beziehungsweise klauen, je nachdem. Und müssen hier ein paar Sprengladungen anmachen. Und das machen wir jetzt auch direkt mal. Oh, ich hab direkt was freigeschaltet. Egal. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay. Die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Na, lustig, Sully. Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Das Sei vorsichtig. Lazarevich-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Ich bin vorsichtig, Chloe, wie immer. Na, behalt die Wachen im Auge. Mach ich. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Hahaha. Ha, ha. Ach, Sully, deine Witze. Hey, Vorsicht. Da vorne. Sie dürfen euch nicht sehen. Die machen wir fertig. Ganz leise. Wir haben es nicht gesehen. Ganz einfach. Ich hasse diesen Ort. Ich hab schon Schwimm heute. Wenn Lazarevich dich so jammern hört. Alles klar. Da sind auf jeden Fall drei Wachen. Ich sehe drei Wachen. Sully, wo auch immer du bist. Ich hoffe, dass der eine Typ jetzt hier mal kurz kommt. Dann kann ich den da oben killen. Was macht der denn da? Der läuft einfach die Lampe da um. Der Typ hat auch nichts gelernt, oder, im Leben, oder? Kommt der Typ hier vorne mal wieder? Ich will ein bisschen leise agieren, weißt du, so. Wenigstens ein bisschen, ja. Wenn uns das Spiel schon diese neue Feature gibt, vielleicht zum ersten Teil, dann sollten wir das auch ausnutzen. Und der zieht die ganze Zeit seine Waffe, so wie es der Ben hat oder so. Ich sagte leise, Nate. Das ist das Gegenteil von laut. Du bist tot!
glaube, wir können uns darüber schwingen. Ja, du vielleicht. Okay, warte, Opa. Wir suchen einen anderen Weg nach oben. Okay, die hatten alles irgendwie nur Pistolen. Merkwürdig. Oh, nein. Wieder hier hoch. Und... wurde die Waffe hingeschleudert. Naja. Sorry, ich wollte einfach noch. Wollte es kurz noch einsammeln. So, jetzt hier über diesen Baumstamm. Ganz easy. Und den drücken wir mal ein bisschen weg, diesen Felsen hier. Auch klar, da natürlich geht das. Hier im Urwald von Borneo. Ah, klasse. Danke dir. Ja, no problem. Victor. Da lang. Nate, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Alles klar, Chloe. Quest, sie haben uns entdeckt. Schnell, schaltet sie aus. Wir dürfen das Lager nicht informieren. Mann, bin ich ein Schütze. Naja, hat ja ganz in Ordnung geklappt, würde ich sagen. Das erste Lager sollte jetzt vor euch sein. Dort gibt es 4 weitere Sprengladungen. Aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Hier draußen ist doch nichts. Wann gibt er endlich auf? Lazarevic und aufgeben! Da ist das Lager. Bist du bereit? Auf geht's. Was will er denn noch finden? Lass das nicht Lazarevic hören. Oh, den könnte ich vielleicht mir auch noch grabben. Nice. Nass gemacht. Noch irgendjemand hier? Du bist tot.
Ah, ich dachte, es wäre was zum Explosieren. Alles klar. Dann finden wir mal unseren Sprengstoff. Da ist Nummer Uno. Wir müssen noch 3 Ladungen scharf machen. Ja, die müssen wir erstmal finden. Wir müssen die Sprengladung scharf machen. Schon klar. Nummer Dos. Sind noch 2 übrig. So, gucken wir weiter. Kleiner, hör auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Ja, okay. Da, Numero 3. Okay, noch eine, das war's. Geile Pistole, okay, warte. Was ist das für eine Pistole? Also Defender. Das ist die Defender. Okay. Da ist noch einer. Gut, ja, ist mir jetzt auch ein bisschen, wie gesagt, peinlich, dass ich die nicht finde. Geil. Numero 4. Statten wir Mr. Lazarevich einen Besuch haben. Ja, würde ich auch sagen. Sally. Ich komm nicht dran, komm her, ich helf dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Echt hübscher Hintern, Sally. Danke. Hier, Kleiner. Okay. Du lieber Himmel, was für ein Tsunami spült Schiffe so weit an Land. Sieht leer aus. Krasse Scheiße. Gab's hier nicht irgendwo noch einen Schatz? Wie auch immer. Ich glaube, es hat mir halt gar nichts gebracht gerade, hier hochzugehen. Mhm.